Viele tun Frommes und glauben, das sei fromm. Oh nein. Wenn ich ein Beispiel sehe, wenn Leute kommen zur Kapelle herein, kommen herein, das ist doch kein Gruß. Wenn ich die Kniebeuge mache vor dem Herrn, dann schaue ich ihn nochmal an. Ich sage ja auch nicht jemand, Grüß Gott. Oder dann Ade und weg. Ich weiß, es gibt solche, ja. Das ist doch nicht verliebt sein in Gott. Mama, frage ich mich, ich bin doch ein Mann, oder? Wenn ich eure Jungfrau bin nach dem Ding, also ich meine, Sternbild, wie man das nennt. Aber ich bin doch ein Mann und ich meine, wenn ich als Mann total das Herz Gott geschenkt habe, verliebt bin, total verliebt in Gott, das hat er gemacht, nicht ich. Dann muss es doch ein weibliches Wesen erstreichen können. Denn euch, weiblichen Wesen, hat Gott ein ganz besonderes Herz gegeben. Zu lieben. Und zwar eine Liebe, die stark ist. Und ich glaube, dass das weibliche Wesen im Allgemeinen wieder ein stärkeres Herz bekommen hat, vorwiegend für eigene Kinder. Es braucht Stärke, absolute Stärke, obwohl es der Mann auch haben könnte. Sehen Sie, der Mann sollte in der Familie der sein, der sagt, mit der Frau immer zusammen, nicht? Wenn ein Mann meint, er müsste selber regieren und alles, ist falsch. Sie sind mal ein Leib geworden, ein Fleisch. Sollen sie auch miteinander eins sein im Denken und im Handeln? Ja, dann spricht man miteinander. In vielen Dingen hat die Frau viel ein feineres Gespür als der Mann. Und der Mann weiß das und dann benutzt er das auch. Ja, ja, es gibt heute die vielen Frommen da, die Beter, oder? Allerhand sieht man da. Noch frömmer und überaus fromm und. Ein wirklich frommer Mensch zeigt es nicht. Denn er hat Sorgen, dass er für fromm gehalten werden könnte. Und kein Frommer glaubt, dass er fromm ist. Das ist ja so, wie es der Bergoglio, den man Papst nennt, wenn einer so die Demut wie ein riesen Panzer vor sich schleppt, vor sich stoßt, seine Demut so zeigt, das ist nicht echt. Ich sage noch einmal, demütiger Mann, der versperrt das. Immer wieder. Es gibt eine Operette, Land des Lächelns, da heißt es, immer nur lächeln, immer nur vergnügt. Denn wie es da drin aussieht, im Herzen, geht niemand was an. Außer Gott. Ich weiß, meine Korrekturen, für das ich auch bestellt bin, die werden gerade den sogenannten Frommen nicht gefallen. Gerade die müssen bei mir immer wieder schlucken. Aber wenn jemand da ist, sei er noch so ein Sünder, der sagt, dann Herr, dann hilf mir doch, dass ich wieder glauben, dich lieben kann, nicht von der Gesundheit rede ich jetzt, körperliche. Dann bin ich voll Freude für den und ihn. Und doch gibt es solche Priester, wo heute schreckliches Predigen. Es
selbst Bergoglio. Wisst ihr, die Päpste bekommen, und ich war ja über 2 Jahre selber im Vatikan drin, ich weiß, wie es geht. Die Päpste bekommen einfach, da gibt es einen Priester, manchmal sind es 2, 3, die schreiben das, was sie dann nachher in den großen Audienzen vorlesen. Und dieser macht es folgendermaßen, er fängt an zu lesen, und dann tut es auf die Seite und dreht frei. Und da macht er Fehler. Er widerspricht sich immer wieder. Aber in der Vatikanzeit, in der Papstzeitung, die ich ja auch habe, steht aber das, was da drin steht, aber nicht, was er gesagt hat. Ich habe ja vorhin vom Kniefall geredet, oder? Aber er macht nach der Wandlung in der Heiland Leib und Blut anwesend ist in der keine Kniebeuge. Ja, seine Beine sind halt schlecht. Aber bei den Saudi, die Christen verfolgen, da ist er bei 3 hohen Saudis jedes Mal auf beide Knie und die Füße geküsst und umgekehrt. Na, viel mehr noch. Und dann sagt, dann hat er mal eine Lehre, dass Jesus, als er auf Erden war, nur der Mensch war, aber ohne Gottheit. Das ist Heresie. Apostel Paulus hat was anderes gelehrt. Jetzt hört er mal, was er schreibt, Paulus. Ja. Es gibt etliche, die euch verwirren. Und sie wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber so auch wir, selbst er oder ein Engel vom Himmel, euch würde Evangelium predigen, anders als das wir euch gepredigt haben, die Apostel. Der sei verflucht. Noch nicht genug. Wie wir jetzt gesagt haben, so sagen wir abermals, so jemand euch Evangelium predigt anders, denn das ihr empfangen habt von uns, der sei verflucht. Ja? Das ist eindeutig. Ne? Wisst ihr, man sagt, ich drohe. Wenn ich nur drohe, mein Gott, dann würde ich ganz anders reden. Nein, manchmal muss man ein bisschen schütteln. Bis das Geldstück runterfällt. Also, wenn das Herz fällt. Wenn nur ein Sünder, der Gott nichts mehr nachgefragt hat, ein kleines Fünkchen, wenn ich predige, sagt, eigentlich möchte ich auch gern wieder Gott lieben, dann jubel ich inwendig. Dann bin ich voll begeistert, als wäre die ganze Welt in Ordnung. Nur wegen einer Seele. Aber ich sehe auch, wie die Menschheit ihn wieder ins Kreuz nagelt. Er soll lieblich da sein. Oh nein, weil ich ihn liebe. Hier bei uns kann man kommen. Am liebsten immer über den Sonntag, denn ich glaube, das Messopfer spricht viel mehr, als ich reden kann. Obwohl ich auch ein Werkzeug Gottes bin. Aber da spricht Gott selber, der Heilige Geist. Und ich meine, aus dem Messopfer seht ihr viel mehr, als was ich zu euch rede, so glaube ich. Und dann werden wir froh, nicht wochentags durch. Wir haben manchmal, pro Tag müssen wir in der Woche manchmal bis zu 300 Briefe beantworten. Und ich bin auch schon ein uralter Mann. Ich habe zwar Hilfe. Wenn jemand den Wunsch hat, mal dabei zu sein, dann schreibe er. Am liebsten sind mir die, die Gott verloren haben. Ich eifere für den Herrn, das stimmt. Und im Eifer kann ich vielleicht einmal ein bisschen kräftiger werden.
Aber ich bin nicht da, um zu verurteilen. Ich urteile nicht über den Menschen. Ich urteile über das Tun des Menschen. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Es gibt keine größere Freude, dass wenn ein Sünder kommt und sagt, Herr, verzeih mir, ich möchte wieder ein gutes Leben führen, dass du eine Freude daran hast. Es ist im Himmel mehr Freude über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte.